Hey, schön, dass du eingeschaltet hast auf meinem Kanal, der Sky. Willkommen zum Community Showcase, eure Produkte. Diesen Monat sind gar nicht so viele dabei, das gibt uns aber auch die Möglichkeit, eher auf die Produkte einzugehen, was wirklich cool ist. Wenn du dein Beispielprojekt einsenden willst oder dein Projekt generell einsenden und uns mit uns teilen willst, kannst du in den Der Sky Sammelhallen Discord reinkommen. Das ist übrigens der größte deutsche Unreal Engine Discord. Und letztendlich ist hier ein Channel namens Community Showcase und hier kannst du mit dem Hashtag Monatsende, genau wie Jimmy es mit seinem Revolver auch gemacht hat, ganz easy dein Projekt einfügen, beziehungsweise einfach Bilder da rein posten und einfach mal erzählen, was du dort gemacht hast. Ich meine, in dem Fall ist es ein bisschen offensichtlich. Er schreibt so langsam, klappt's mit den Texturen. Hoffe, gefällt euch. Definitiv. Mega nice Arbeit. Und dann gucken wir uns gleich auch mal die Bilder an. Zuallererst, ja, Battle of Decay Survival geht richtig gut voran. Dieses Projekt ist, finde ich persönlich, extrem genial. Natürlich ist Battle of Decay, das Open-World-Survival-Game, First-Person- und Third-Person-Survival-Game, besser, klar. Ist es erstmal qualitativ hochwertiger, weil das hier ist ja auch ein Mobile-Game, also von der Grafik und so her, wobei das hier echt nicht schlecht ist. Und auf der anderen Seite hast du natürlich viel mehr, eine viel größere Karte, etc. Das hier ist ein Mini-Fun-Game und ich denke, das macht auch wirklich Fun. Also mir persönlich macht's Fun. Ich wette, ich kann euch auch überzeugen, wenn ihr das mal angezockt habt. Aber das Schöne ist, man lernt hier einiges, ja. Erstmal ist es ein anderes Level-Design, ist es halt Top-Down und nicht Third- oder First-Person. Dann haben wir hier verschiedenste Dinge, die wir jetzt lernen, wie zum Beispiel Subtitles. Das ist das erste Mal, dass ich mit Untertiteln etc. arbeite. Und ich muss auch gestehen, natürlich ist hier ein Ende in Sicht, was auch ganz cool ist. Aber vor allem können wir hier auch mit Steam, also mit den Steam-Statistiken, Early Access etc. rumexperimentieren, wie wir wollen, bevor wir eben das Ganze mit Battle of Decay machen. Und das ist wirklich cool, deswegen Battle of Decay Survival. Ich bin gespannt, wann es fertig ist. Hoffentlich bald. Jetzt kommen wir zu Jimmy, denn Jimmy hat einen coolen Revolver, einen angsteinflößenden Revolver hier reingepostet und das sieht wirklich richtig nice aus. Ich wünschte, wir hätten hier eine 4K-Version davon, aber das sieht schon richtig gut aus. Guckt euch mal den Text hier oben an, die Normal-Map richtig schön gemacht, hier an der Seite auch. Dann haben wir hier so die Grip-Stelle von dem Metall, wo man dann mit dem Daumen das Ganze runterzieht. Es ist wirklich extrem cool gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, was mir hier wirklich richtig gut gefällt, das ist so die Qualität des Metalls. Das sieht man hier ganz gut, also ja, diese Unebenheiten, die Normal-Map, die Roughness davon ist es wirklich extrem schön geworden und vor allem auch der Dreck. Denn der ist logisch, also das ist nicht so, dass der einfach nur da drauf gelatscht wurde, sogar wenn er vielleicht nur, ich weiß es nicht, aber kann der durchaus sein. Aber es sieht stimmig aus, es sieht wirklich cool aus. Auch das Holz hier mit der Rille, das sieht einfach sehr, sehr schön aus. Auch als hätte man so eine direkte Trennung, als wäre das wirklich so, so ein Holzstück, was da dran geschraubt wurde. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Hier nochmal ein weiteres Bild. Hier sehen wir es nochmal. D.I. Marty, New York City, P.A.T. oder Petkind. Ich bin mir nicht sicher, was das hier heißen soll. 1874. Richtig, richtig schönes Gerät. Ich bin zwar immer noch der Fan von einer, also gut, das trifft natürlich jetzt hier nicht auf das Jahr zu, aber auf so ein gutes altes Sturmgewehr 44 in MP40 oder etwas ähnliches. MG42, oh, ein Traum. Ja, da kommen direkt Company of Heroes Vibes. Dann haben wir hier nochmal ein Bild, wo das Ganze auseinandergenommen wurde, denn es ist wohl aus, oder es besteht wohl aus Einzelteilen. Ich gehe mal davon aus, das Ganze ist Game Ready ohne Ende. Das sieht wirklich richtig, richtig schnieke aus, also Respekt. Jetzt hast du nur eine Sache noch vergessen, du hast vergessen, eine Patrone noch in die Trommel da reinzuladen. Eieieiei, du. Also eine Patrone ist aber noch ein Muss für den nächsten Community Showcase, ne? Muss man einfach mal ganz klar sagen. Oh, die Wireframe an sich, also das ist wirklich cool, ne? Das ist halt jetzt auch nicht irgendwie extremst High-Poly. Das ist halt sehr sparsam, es ist halt wirklich, wie man es im Computerspiel benötigt. Also für die paar Faces, die er hier verwendet hat, sind wir mal ehrlich, sieht es wirklich extrem schön aus. Also ganz klar, top 5400 Trees ist also für Spiele geeignet und das ist mehr als so für Spiele geeignet. Also 5400 Trees ist mehr als für Spiele geeignet, das ist wirklich richtig gut. Waffen für AAA-Games können auch mal durchaus höher ausfallen, ne? Also muss man sagen, sehen nur Polys und kaum Trees, aber ja gut, da hat er recht, dennoch gute Arbeit. Ja, es ist wirklich, also es sieht wirklich extrem top aus, da kann ich nur Captain Brotzeit irgendwie zustimmen. Ansonsten, das bringt nur Probleme. Ehrlich gesagt, das sehe ich jetzt nicht so. Ja, es kann Probleme bringen, aber ob es jetzt Probleme bringt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Also das ist genau wie mit den N-Gons. N-Gons können auch brutale Probleme bringen, bezogen auf das Shading. Aber es gibt durchaus Objekte, wo das nicht unbedingt extrem zutrifft. Also beziehungsweise auch einfach immer gar nicht zutrifft. Das kommt wirklich immer auf den speziellen Fall an. Hier sehe ich jetzt ehrlich gesagt keine Shading-Probleme, aber natürlich ist es besser, wenn man das so macht, wie er schreibt. Aber mein Gott, das hier sieht wirklich cool aus und ehrlich gesagt, das ist extremst nice Arbeit. Machst du ein Cowboy-Spiel? Das würde mich jetzt mal doch interessieren. Oder wie kommst du dazu, einen Revolver zu machen? Viele würden ja sich eher für eine, ja, modernere Pistole entscheiden.
Wieso gerade ein Revolver? Also wie gesagt, machst du ein Revolver oder beziehungsweise ein Cowboy-Spiel? Ansonsten kommen wir zu Michael oder Michael, der Rumpel oder die Rumpelecke, der Rumpelecke. Wie, was lese ich denn hier? Hashtag Monatsende schreibt da, sehr gut, alles was hier zu sehen ist, habe ich 100% selbst gemacht, bin wirklich sehr zufrieden. Das sieht sehr, sehr schön aus. Was mir gefällt, ist, dass der Untergrund auch diesmal die Farbe von dem Gras irgendwie hat, was ich persönlich sehr schön finde. Jedenfalls fast. Man sieht tatsächlich, dass der Untergrund noch so ein bisschen giftgrüner ist, aber ganz ehrlich, das sind auch nur so Dinge, wenn ich jetzt wirklich speziell mich darauf konzentriere. Klar, ich glaube nicht, dass man das Ingame jetzt so krass sehen würde. Natürlich wird man das vermutlich mixen, hier und da. Man wird noch ein paar Sachen hinzufügen, ein paar weitere Layer und so. Aber ich meine, hier sieht man jetzt halt nur eine Wiese und man sieht halt kaum die Abtrennung zu irgendwas anderem. Und deswegen ist das hier wirklich extrem genial. Auf der linken Seite sieht man nochmal eine Abtrennung und die ist wirklich brutalstens schön. Wie viel Gras oder wie viele Meshes sind jetzt hier eigentlich in der Szene drin? Das würde mich nochmal interessieren. Und sind das jetzt hier einfach, hast du hier einfach nur mit Planes gearbeitet und mit Opacity oder ist das hier ausmodellierter oder wie hast du das gemacht? Kannst du gerne mal erklären. Ansonsten übelst coole Arbeit hier, Performance, das ist auch nochmal eine gute Sache. Wie sieht es mit der Performance aus? Er schreibt dazu, ich hoffe, dass, also hier Felix hat easy peasy exakt die Frage gestellt, die ich letztendlich auch gestellt habe. Und warte, ich tue kurz dem Revolver hier auch nochmal einen Daumen nach oben geben, sonst kommt das unfair. So, ich hoffe, das sagt etwas zur Performance. Da bin ich mal gespannt. Ja, er hat schon beantwortet, 7000. Okay, für so ein kleines Feld 7000, das ist schon brutal. 126 FPS sagt nicht viel aus. Also die 126 FPS sagen nicht so viel aus. Hier wäre es halt interessant zu wissen, was für eine Hardware du hast, um das... Achso, okay, gut. Zusätzlich muss ich nur sagen, der Prozessor ist derzeit extrem unter Takt. Ja gut, das hat, glaube ich, eher was mit der Grafikkarte und nicht wirklich mit dem Prozessor zu tun. Arbea, das sieht doch schon mal eigentlich ganz schön aus. Das ist, alle Grasmodelle sind in der Zahl sehr ähnlich. 497. Nutzt du auch Billboards oder Imposter? Oder wie sieht das bei dir aus? Hast du einfach nur normale LODs, die das Ganze hier ein bisschen spitzer wirken lassen? Also auf Distanz? Oder wie handelst du das? Oder benutzt du hier schon das experimentelle Nanite, was noch nicht draußen ist, was mit der 5.1 kommt, wo dann auch Vegetation unterstützt wird? Darauf freue ich mich wirklich schon extrem, weil das ist eben etwas, was extrem cool ist. Und ansonsten, ja, gehen wir zum nächsten Hashtag Monatsende. Division Software schreibt, passt die Atmosphäre zu meinem Deep Game? Ich bin mir nicht sicher, passt sie nicht, gucken wir mal. Coming soon, oben links, was bedeutet das S da oben links? Stamina, oder was ist das? Ich schätze mal, was bedeutet Stamina. Mir gefällt die Atmosphäre schon, aber, jetzt kommt das große Aber, irgendwas stimmt mit dem Bricks noch nicht. Also irgendwas stimmt mit dieser Bricks-Textur noch nicht so ganz, aber insgesamt gefällt mir es schon. Gut, Indie-Game-Look, ja, das ist nice. Ich muss ganz ehrlich gestehen, die Atmosphäre gefällt mir, es ist schön dunkel. Ja, Thief-Game. Ich bin gerade am Überlegen, wie man das HUD verbessern könnte. Oben links, das ist in Ordnung. Aber was mir oben links nicht so wirklich gefällt, ist zum Beispiel der Stamina-Balken. Also der ist hier so massiv. Weißt du, was ich meine? Der ist einfach zu massiv. Und ich hätte jetzt hier keinen, oder ich würde keinen grauen Hintergrund nehmen. Blau ist ja okay, aber ich würde hier keinen hellgrauen Hintergrund dafür nehmen. Da würde ich vielleicht, ich würde das vielleicht transparent machen, so dass das hier zum Beispiel mit 20% nur angezeigt wird. Ich würde diesen Balken auch dünner machen, weil das kommt halt schon alles sehr massiv. Es ist ja momentan eher so modern, wenn man alles so ein bisschen dünner macht, wie deine Schrift da oben, die ist ja auch dünner. Das heißt, die Icons würde ich so um die Hälfte reduzieren von der Größe her. Den Balken würde ich viel dünner machen, da kannst du dir vielleicht überlegen, dass du den irgendwie anders anordnest. Unten die Icons, das ist ein riesiges No-Go, weil du einen grauen Hintergrund da benutzt. Also das würde ich nicht machen. Ich würde dann vielleicht eher halt die Icons bearbeiten, so dass die Exposure von den Items per se, also ich würde die Transparenz transparent exportieren, den grauen Hintergrund komplett entfernen, so dass die wirklich komplett transparent sind. Dann würde ich den Exposure-Wert ein bisschen anheben, so dass man die Items auch in der dunklen Umgebung besser sieht. Also hier, das ist viel zu dunkel, der Laptop viel zu dunkel, das ist eigentlich alles viel zu dunkel, bis vielleicht auf die Schraubenzieher hier. Aber ansonsten vielleicht die Items ein bisschen heller machen und den Hintergrund entfernen. Und dann halt vielleicht wirklich das auch ein bisschen kleiner machen, ein bisschen minimalistischer und so. Auch hier den Dollarwert einfach ein bisschen kleiner machen. Ansonsten gefällt mir das sehr gut. Ja gut, die Kontur, dass du hier eine Kontur benutzt hast, das finde ich auch top, weil das hebt sich dann ein bisschen besser vom Hintergrund ab. Finde ich sehr, sehr schön. Ich bin halt so im UI-Design drinne, beziehungsweise liebe UI-Design und deswegen ist das jetzt hier mein erster Verbesserungsvorschlag gewesen. Ansonsten vom Level-Design her
sieht man natürlich nicht so viel, die Atmosphäre ist in Ordnung, aber was ich komisch finde, ist hier oben die Dachkante, das sieht so aus, als hättest du Material oben drauf geklatscht und der hätte das irgendwie falsch nach unten projiziert mit der Word Position Note. Also hast du vielleicht in deinem Material die Word Position Note genommen, denn die funktioniert nur halt oben auf einer Oberfläche drauf, aber nicht hier an der Seite, wenn es so runtergeht. Da gibt es aber andere Notes, die das wiederum korrigieren, eine Projection Note. Und ja, also heißt nicht Projection Note, aber sie projiziert das halt richtig drauf. Kann ich auch mal gerne ein Tutorial drüber machen. Ansonsten, wie gesagt, es ist ja alles okay, aber die Wände hier, guck dir das mal an. Die normale Map, die ist irgendwie, also ja, okay, sehe ich alles ein, aber irgendwas stört mich daran noch. Das ist zu, es ist so 3D, aber gleichermaßen ist es irgendwie so 2D. Das ist halt, diese Textur hier erinnert mich irgendwie an so ein Minecraft Texture Pack. Es ist halt 2D, aber es wird eben per normal Map so extrem 3D-mäßig erzwungen. Weißt du, was ich meine? Das ist noch nicht so richtig, der Ausgleich ist noch nicht da. Das Haus, das könnte wirklich cool aussehen, aber ich würde halt diese Brickstone-Textur noch irgendwie anders machen. Ich muss mal mir ein paar Gedanken drüber machen, wenn mir dazu noch was einfällt, sage ich dir Bescheid. So insgesamt muss ich aber gestehen, ich weiß noch nicht, irgendwas stimmt halt mit diesem Effekt nicht. Vielleicht ist der zu hardcore, vielleicht würde ich auch einen anderen Effekt nehmen oder ich würde halt hier unten eine Fußleiste, also keine richtige Fußleiste, aber so ein, ja, so eine Steinleiste hinmachen, einfach damit du das abtrennst, so dass du wie hier zum Beispiel, dass du eben sagst, okay, der Stein, der geht nicht von oben nach unten, sondern du hast hier unten vielleicht noch irgendwie, ja, so einen Vorsprung oder irgendetwas, dass das ein bisschen 3D-mäßiger wirkt, weißt du? So ein bisschen detailreicher. Das ist genau wie bei Minecraft, du hast bestimmt auch schon Minecraft gespielt, daher kann ich das mal als Vergleich ziehen. Du hast ja meistens immer nur so Blockhäuser, die relativ quadratisch sind. Aber es gibt ja durchaus Leute, das mache ich auch so, die dann zum Beispiel einfach irgendwelche, kann es dir mal kurz zeigen, ich mal einfach irgendwas, die nicht so ein Haus hier bauen, ja, einfach so ein Blockhaus, sondern die jetzt sagen, okay, wir haben jetzt hier kein Blockhaus, sondern wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Haus, was mit so Einbuchtungen ausgestattet ist, so, dann kommt hier ein Fenster, dann so. Das sieht einfach schon mal ein bisschen 3D-mäßiger in Minecraft aus, ja, verstehe mich nicht falsch, wir sind jetzt hier nicht in Minecraft, aber es gibt dem Ganzen halt mehr Detail, weißt du, was ich meine? Das ist halt schon extremst wichtig, wenn man einfach hier ein bisschen mehr Detail reinfließen lässt und hier hätten wir dann so ein Fenster oder eine Tür. Weißt du, das hier sieht halt wesentlich 3D-mäßiger aus als hier sowas. Also es ist beides 3D, aber es sieht detailmäßiger aus, ja? Weil du hast halt Tiefen da wirklich drin. Und ich habe halt das Gefühl, bei hier diesem Bild von dir, dass du halt hier überhaupt keine Höhen und Tiefen hast. Hier hast du keine Höhen und Tiefen. Hier bei diesen Columns oder Columns hast du auch keine Höhen und Tiefen. Und das ist halt ein riesiges Problem. Du hast die Fenster, dort könnte man noch eine leichte Fensterbank hinzufügen, aber ansonsten hast du halt nur diese 3D-wirkende Textur ohne diesen 3D-Effekt. Ergibt das irgendwie Sinn? Also ich würde hier so Kleinigkeiten hinzufügen. Zum Beispiel, was du noch hinzufügen könntest, wäre als kleines Detail zum Beispiel hier oben eine Regenrinne, hier dann vielleicht so ein Fallrohr, also das kennt man ja. Das geht ja dann hier so und dann ein bisschen an die Wand und dann geht es hier an der Wand so runter. Dann hast du hier vielleicht so ein paar Connector dazwischen. Also sowas, dass man hier zum Beispiel so eine Regenrinne oder sowas hast. Einfach um dem Ganzen ein bisschen mehr Detail zu geben. Ansonsten gefällt mir das sehr gut. Was man in hier diese Zone hinstellen könnte, wäre zum Beispiel noch so ein Pflanzenkübel oder irgendwie sowas. Oder du könntest hier zum Beispiel eine Mauer hinmachen, also keine solche eckige Mauer, ne, wie man das jetzt hier, wobei hier die Mauer sieht auch nicht schlecht aus, aber du könntest zum Beispiel hier so eine Mauer hinzufügen, ne, dass du das so hast, so eine Art Dachmauer, so klein, aber fein. Das gibt dem Ganzen auch nochmal so einen 3D-Effekt, aber ja, natürlich musst du halt hier noch ein paar Details einfügen, weil das sieht hier alles schon sehr flach aus. Aber ansonsten, von der Ambient her, verstehe mich nicht falsch, mir gefällt es, nur das waren jetzt so ein paar Verbesserungsvorschläge, wie man das so ein bisschen detailreicher gestalten kann. Aber das ist natürlich nur meine Meinung gewesen. Ansonsten gefällt mir das sehr gut, man sieht auf jeden Fall, dass du Fortschritte machst, das ist definitiv klar. Also bleib dran, zeig uns gerne nächsten Monat, wie es dann aussieht, ob du das jetzt verbesserst oder nicht, ist ja egal, aber zeig uns mal, wie das dann aussieht, vielleicht mal so ein kleines Gameplay, das wäre mal interessant. Kannst du da wie bei GTA Roleplay irgendwie den Leuten ihre Schuhe klauen? Das wäre sehr interessant, als wären die anhaben. Das wäre äußerst interessant. Kommen wir zu The Neon Game oder Neo Game Factory. Kleiner Zusammenschnitt. Hashtag Monatsende. Was ist denn das jetzt hier? Was ist denn das hier für eine Mini-Vorschau? Das siehst du doch überhaupt nichts außer riesig. Oh, das kenne ich. Die U-Bahn kenne ich. Ja, das sieht schon sehr cool aus. Aber irgendwie... Also ich sehe halt noch nicht so wirklich viel, ne? Das ist halt, Trailer kommt.
Photosensitivity Warning. What? Okay. Arbeite noch am Material für einen Trailer. Achso, okay, ja. Finde das Handgelenk. Hier ist doch ein Bild. Achso, ah. Das sieht schon cool aus. Das sieht wirklich schon cool aus. Ihr arbeitet auch mit Unreal Engine Assets, ne? Also ich muss sagen, es gibt ja einige Leute, die einen Shooter mit Unreal Engine Assets machen, aber meistens sehen die echt scheiße aus. Deiner sieht halt wirklich... Also gut, man ist es hier relativ klein, ja, versteht mich nicht falsch, aber das sieht halt schon irgendwo cool aus. Also wenn das hier für PC kacke wird, Neo Game Factory, glaube ich zwar nicht, aber wenn es kacke werden sollte, optimier's, mach's für Handy und dann hast du so eine Art besseres Call of Duty fürs Handy. Weil da sieht's dann bestimmt geil aus. Muss man einfach ganz klar sagen, coole Leistung, coole Arbeit. Props gehen raus an der Stelle. Und jetzt kommen wir zum letzten Beitrag von The Neo Game Factory. Er schreibt Hashtag Monatsende. Es kommen noch die neuen Animationen rein, aber so sieht es aktuell unser Spiel aus. Cravex und ich. Sind das eure Namen? Also Cravex ist manche andere Entwickler. Er schreibt Edit. Ja, und der Sound muss nochmal überarbeitet werden. Okay, Edit 2. Am besten machst du so eine ganze Liste hier, so ein ganzes Changelog. Eine Edit Changelog Liste, was auch immer. Und uns ist aufgefallen, dass definitiv mal, okay, die Helligkeit, Rauch, okay. Okay. Sehr schön, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Du kannst ja auch einen Flash-Hider, so ein Mündungs-Heuer-Dämmungsgedöns da dran schrauben. Super, das lädt schon wieder nicht. Danke. Ich muss das kurz im Browser öffnen, Leute. So, hier. Oh. Copyright-Fragezeichen? Müssen wir mal kurz... Ich mach's mal leise an. Die Button. Warte, die Musik ist so relativ im Verhältnis gesehen so leise. Dann hast du diese Button so fluck, fluck, fluck. Ich wollte gerade schon sagen, ihr müsst so einen Pömpel nehmen und den Sound aufnehmen, so flupp, wenn man den so abzieht. Flupp. Geil. Ja, das gefällt mir. Sehr schönes Menü. Wie viele FPS habt ihr? Das sieht irgendwie noch so aus, als hättet ihr keine 60 FPS. Das sieht so haperig noch aus. Aber ich denke mal, es wird noch optimiert. So, jetzt kein... Ne? Bin mal gespannt. Oh, fuck, Alter. Wie siehst du überhaupt da noch was? Junge. Sind das... Er schießt Rauchpatronen. Einfach original Rauchpatronen. Das Geile ist, wenn ihr... Wenn wir uns das anschauen... Der Kugelauswurf, weil der Sound, wenn die Patronen auf oder die Hülsen auf dem Boden aufkommen, der ist einfach lauter als der Schusssound selber. Ja. Also ich wüsste, ich meine, du hast ja schon geschrieben, dass du es noch editierst, aber wie siehst du denn überhaupt noch was? Ist das ein gestrandet? Ach, das ist dieses Forschungsschiff, ne? Was, habt ihr das da einfach angespült oder anspülen lassen? Wie ist denn das da hingekommen? Ich würde noch einstellen, dass die Leiche oder ich sag mal, der Leichnam halt schneller umfällt. Dass er so weggehauen wird, weil letztendlich pumpst du den gerade mit Körnern voll, ne? Mit Frühstücksflocken und der setzt sich so entspannt hin, weißt du? Aber sonst coole Sache auf jeden Fall. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass doch die FPS ein bisschen noch niedrig sind, oder? Der Supermarkt. The Supermarket. Ja, pump ihn voll mit Körnern. 24/7. Das sieht schon cool aus, aber ich würde halt schon den, wie du schon geschrieben hast, den Muzzle Flash ein bisschen anders gestalten, damit man auch noch was sieht. Weißt du, weil das ist vom Rauch her, ist das schon heftig. Die Rauchentwicklung ist schon heftig. Das ist, das sind Rauchpatronen. Rauchhülsen, Rauchpatronen. Rauchmunition ist natürlich taktisch gesehen ganz gut, wenn du dich einnebelst, während du schießt. Andererseits irgendwie auch nicht, weil du siehst nichts mehr und jeder sieht auf einmal die Nebelwolke bei dir. Das ist natürlich nicht so gut. Ansonsten coole Arbeit. Halt uns auf jeden Fall auf den Laufenden, wie dein Game vorangeht und poste nächsten Monat gerne wieder was ein. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Postet gerne eure Projekte unter Community Showcase. Ich bin gespannt, was die nächsten Monate so auf uns zukommt mit euren Projekten. Haut rein. Ciao, ciao.